Weiter geht's im Library Music ABC mit dem Buchstaben K und der steht für den wichtigsten Protagonisten in der Library Music Welt, den Komponisten oder der Komponistin, denn ohne sie wäre dieses ganze Ding gar nicht möglich, ohne ihre Musik. Und deshalb ist diese Podcast-Folge auch ein großes Dankeschön an alle Komponisten da draußen, Komponistinnen da draußen, die Library Music schreiben, denn ohne euch gäbe es uns alle nicht. Ihr seid der Nährboden für unsere Geschäftsmodelle. Von daher ein ganz dickes Dankeschön von mir an euch, von RipQ an euch, egal ob ihr für RipQ schreibt oder für andere. Ich weiß, es passieren gerade viele Dinge, die nicht okay sind, viele Dinge, die euch selber in euren Tantiemen beschneiden und mein Statement dazu hört ihr im Podcast. Ich möchte mich aber an alle anderen Kreativen da draußen kurz mit einem Satz melden. Und zwar, denkt immer daran, wenn ihr Musik benutzt, dass dahinter ein anderer Mensch steckt. Hinter der Note steckt ein anderer Mensch und macht euch immer bewusst, wie ihr selber als Kreativer behandelt werden wollt. Das ist super wichtig. Hört euch die Podcast-Folge rein, es ist ziemlich interessant. Bis dahin, keep ripping.